Hallo meine lieben Freunde, ich bin endlich in Reno. Ein bisschen bedeckt, temperaturtechnisch ja auch nicht unbedingt das Wärmste, aber so ganz in Ordnung. Jetzt nehme ich euch mal mit. Ich muss noch 8 Meilen fahren, habe ich mein Ziel erreicht und da ist irgendwas los. Da hinten sehe ich schon, es blinkt. Uns ja mal zusammen anschauen, was da los ist. Unfall? Schauen wir mal. Jetzt passiert erstmal gar nichts mehr. Jetzt steht der Highway. Auf dem Highway ist nicht mehr die Hölle los. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt hier so schön durchknistern. Aber das war ja wohl leider nichts, ne? Ja, jedenfalls, das da vorne ist Reno. Hier war auch schon ein Abzweiger nach Virginia City. Da war ich ja mit Anja letztes Jahr in Virginia City. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und zwar ist das, da haben die am Bonanza damals gedreht. Das ist so eine alte Goldgräberstadt. 1800 sowieso. Da habe ich mich auch auf dem Friedhof umgetrieben, fand ich voll geil. Hatte ich im letzten, einem der letzten September-Oktober-Videos ja erzählt. Ja, dann hänge ich hier rum. Ich mach mal aus. Nichts ist langweiliger als das. Wenn was Spannendes zu sehen gibt, dann mache ich wieder an. Es könnte sein, dass es da was Spannendes zu sehen gibt. Ich sehe gerade die Laternen. Gucken, was das ist. Oh, da hat's gescheppert. Da hat's richtig gescheppert. Ich zeige euch das mal. Reifen geplatzt oder ist er gegen eine Wand gefahren oder was? Was ist hier los? Ach, ausgebrannt die Kiste. Ui. Ui, 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 ui. Heftig. Fing an zu fackeln. So eine Scheiße. Naja. Kommt mal wieder hin und wieder vor, dass so ein Auto in Flammen aufgeht. Ich hoffe, bei meinem ist das nicht der Fall. Naja, ist ja nun auch ein Chevy. Chevys brennen nicht, Chevys explodieren. So, nun führt mich der Weg hier nach Sparks. Da habe ich mich wieder im Western Village eingemietet, jetzt für 2 Nächte. Und jetzt führt mich mein Weg sozusagen direkt durch Reno. Und die haben ja nun den teuren, also nicht den teuren Belag, sondern den billigen Belag genommen. Deswegen ist es auch so laut. Da vorne ist das Atlantis. Größere Kasten. Aber teuer. Ich habe die ganzen Preise hier auch abgecheckt. Ich habe die ganzen Preise hier abgecheckt und heute ist Samstag. Teures Wochenende. Dafür habe ich das Western Village noch richtig günstig geschossen. Ich zahle $136 für 2 Übernachtungen. Das ist günstig. Das ist also für Reno-Verhältnisse ist das billig. Weil hier zahlt man schon für ein Super 8 $70. Das ist ja nun Ranzqualität, ne? Dagegen ist das Western Village ja 18 Sterne. So, morgen plane ich auch mal in die City richtig reinzufahren. Und mir da mal am Circus die ganzen Casinos nochmal reinzuziehen. Wie viele Kilometer muss ich noch? Könnt ihr mir das mal sagen? Ist wieder ruhig und jetzt ist es wieder laut. Wir haben die grobe Mischung genommen. Ja. Ja, also der Highway führt hier direkt durchs Herz von Reno. Ich zeige euch das einfach mal. Ja, wie die amerikanischen Highways halt so sind. Ne? In Vegas ist es ja auch nicht viel anders. In der Großstadt. Also 3-4-spurig sind die immer. Ne? Ich nagel hier schon wieder mit 71 Sachen durch die Gegend. Scheißegal, 65 darf ich. Und die Bullen sind ja hinten beschäftigt. Ja, Sonne ist wieder ein bisschen rausgekommen, aber es hat die ganze Weile noch geregnet, nachdem ich den Schneesturm hatte. Hier schon das nächste Casino. Der nächste große Kasten. Reno ist ja
rein Las Vegas sozusagen. Also die ganzen Casinos da hinten, Circus, Circus und sowas, die findet man da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr gar nicht sehen, wegen Kontrast, ne? Also da sind die ganzen Hauptcasinos versteckt. Und so Peppermill und solche Kästen hier, die hängen immer ein bisschen abseits vom Schuss. Wenn ich mal wüsste, was für eine das ist. Mill Street. Mal gucken, was das für ein Kasten da ist. Könnt ihr das lesen? Nee, ne? Ich gehe mal einfach dann drüber nach rechts. GSR, was immer das auch sein mag. Achso, GSR Grand. Das ist das Grand. Lass mal lesen. Sierra Resort und Casino. Grand heißt das. Okay. Also Grand. 900 Yards. Nehmen Sie die Ausfahrt 68. 68, okay. Bin ich da schon da? Das kann nicht sein. Ja, 68A oder? Scheißegal, ich fahre einfach mal 68. Guck, was passiert. Exit. Eine Million Spuren hier. Nehmen Sie die Ausfahrt 68. Ich mache einfach mal hier. Achso, scheiße. Hier muss ich raus. Sparks, ja, ist auch richtig. Ach, Sparks will ich ja auch. Passt. So, und dann höre ich jetzt auf mein Navi. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das war aber direkt in der Nähe vom Highway. Das war nicht weit weg. Wir werden es gleich erleben. Jetzt wird es wieder einspurig. Müssen wir mal gucken. Das geht ja genau, das geht ja auf den anderen. Auf die 80, glaube ich. Stimmt. Und von da dann rechts ab. Ja, ich glaube, ich weiß. Ne, hier bleibe ich einfach. Genau, fahre ich nämlich hier längs. Folgen Sie der Route für 2 Meilen. Siehst du? Und dann biege ich nämlich nachher nur noch rechts ab und dann bin ich auch quasi schon da. Ja, diese 2 Meilen nehme ich euch noch mit. Ich bleibe jetzt hier einfach mal auf meiner rechten Spur. Weil ich da ja sicherlich gleich runter muss. Ja, ist der die Interstate 80, wo ich jetzt drauf bin. Ist klar. Rail City Casino ist hier links. Und hier vorne seht ihr ja auch schon gleich den nächsten größeren Kasten. Wieder mal. Das hier ist das. Muss mal gucken. Weiß ich gar nicht. Nugget, genau. Das Nugget. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Stimmt. Dann kommt nämlich auch gleich mein Abzweiger rechts. Auch so ein großes Ding hier, das Nugget. Seht ihr? Na klar, seht ihr. Hier muss ich hier raus? Ich glaube nicht. Also muss ich nach links, weil hier Only sowieso ist. Only zum Pyramid Way. Und ich will nicht zum Pyramid Way. 0,7 Meilen noch. Da kommt mein Abzweiger. Ja, ich videorisiere hier wieder einen rum im Urlaub, ne? Ja, nichts ist langweiliger als das. Obwohl der sich diesen Schwanz. 900 Yards. Nehmen Sie die Ausfahrt 19. 19. Da ist sie schon. Ich sehe sie schon. Exit 19. Exit 19. Da muss ich also nach rechts rüber. Mal gucken, ob ich das gleich wieder so auf Anhieb finde. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Ich wusste, dass es nicht weit weg vom Highway ist. McCarran Boulevard East. Okay. Nehmen Sie die Ausfahrt 19. Ja, mache ich doch. So ein Navi ist natürlich immer recht hilfreich, ne? Nach 300 Yards biegen Sie links ab. Dann fahren Sie geradeaus. Okay, links. Muss ich ein bisschen rüber. Biegen Sie links ab. Dann fahren Sie geradeaus. Ich glaube, jetzt weiß ich, wo es ist. Und zwar, wenn ich jetzt hier vorne links abbiege, das ist übrigens so eine Obdachlose, seht ihr, das links steht die. Die rennen in Las Vegas ja alle so rum, ne? Mit ihrem Straßenschild. So, wenn ich jetzt hier nämlich links abbiege, muss ich gleich wieder nach rechts. Wie viele Linksabbieger haben wir denn hier? Nach
200 Yards fahren Sie geradeaus, dann biegen Sie rechts ab. Siehste? Ich glaube, hinter der Tanke war das hier. Fahren Sie geradeaus, dann biegen Sie rechts ab. Ja, ich glaube, ich weiß schon wieder, wo wir sind. Ja, 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 ja. Da war hier noch so ein Ranz-Casino. Genau, das Sierra... Nach 100 Yards biegen Sie rechts ab. Ja, das ist Sierra Car Wash. Hier war nämlich noch ein Casino. Genau, hier Country biegen Ride. Biegen Sie rechts ab. Genau. Hier muss ich nämlich jetzt rein. Dann weiß ich auch, wo wir sind. Jetzt weiß ich wieder. Ja, man muss sich aber ein bisschen orientieren. Hier vorne ist nämlich das Konkurrenzcasino sozusagen. 200 Yards haben Sie Ihr Ziel erreicht. Genau, und ich sehe es auch schon, dahin ist das Western Village. Ich fahre nochmal weiter. So, und dann renne ich gleich mal rein in die Lobby und hole mir mein Zimmer. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, ich weiß. Jetzt mal aus das Ding hier. Ich versuche hier voll quasselt. So, hier ist das Western Village. Western Village. So, und hier suche ich mal. Oh, das Catch-Party ist ja voll. Hui. Casino Hotel Parking. Wo finde ich jetzt einen Parkplatz? Ich würde sagen, ich parke. Parke hier. Hier ist auch einer frei. Wie praktisch. Wie praktisch. Warte mal. Ich muss jetzt mal ein bisschen rumschalten. Ja, warum die den hier nicht benutzen? Hier ist ja wilde Sucherei. Wenn man Glück hat hier, ne? Zack. So. Jetzt bin ich da. So, jetzt renne ich da hinten rein ins Casino und dahinter ist auch der Check-in. Hier ist das Western Village. Und hier vorne, kann man gar nicht richtig sehen, ne? Da sind die Hotelgebäude. Hier vorne sieht man das ein bisschen. Da kriege ich dann mein Zimmer. Tschüss, Freunde. Der Check-in hat natürlich wieder reibungslos funktioniert. Wie fast immer bei mir. Da vorne ist das Casino. Diesmal zur anderen Seite raus. Kannst du die auch aufmachen irgendwie? Ja. Oh, hab ich schon frische Luft reingelassen. Hier vorne ist das Casino. Wollen wir das auch noch wegmachen? Ja, lieber nicht. Fällt das hier alles auseinander. Ja. Ordentlich voll. Heute ist Samstag, ne? Es ist jetzt 10 nach 6. Also wie geplant bin ich angekommen. Fast. Lass mal gucken hier. Was es hier alles so Feines gibt. Ja, das kennen wir ja auch alles. Klimaanlage. Hier Sessel. Fernseher. Freies WLAN haben die hier natürlich auch. Großes Bett. So sieht das Ganze hier aus. Das Interieur. Sieht anständig aus. Alles so in so einem dunklen Holz gehalten, ne? Und aus dieser Ecke hier raus. Ja, hier nochmal drauf drück. Geht's wieder aus. Ja, einfach, aber gut. Das Bad zeige ich euch auch nochmal. Ja, das Badezimmer. Hier bin ich. Spiegel. So ein bisschen oldschool, die ganze Geschichte hier, ne? Hier Föhn. Aber zum Waschen reicht das. Hier ist eine. Hier sind wieder Seifen und Schauma und Anti-Rutschmatte und so ein Ödel, um baden zu gehen. Aber will ich alles gar nicht. Toilette, Handtücher, alles drin, alles dran, Lüftung. Was haben wir hier noch? Das war's dann. Toll einmal. Ja. Und das ist das Zimmer. Jetzt habe ich das jetzt nochmal vorgestellt. Hier ist nochmal ein Spiegel. Oha. Ja, und das wichtigste Instrument in so einem Zimmer ist natürlich ein riesiger Kühlschrank für Getränke, damit man immer schön flüssig hat. Ja, weiter gibt es hier eigentlich nicht viel zu erzählen und zu sagen. Das war's. So, Freunde, WLAN, Schlüssel und sowas. Ist alles hier irgendwie mit drin.
Mal gucken hier. Ich habe jetzt immer nochmal 307 gekriegt. Sie sagte, das sollte alles irgendwie dabei sein. Na, das ist hier für WLAN. Glaube ich. Ich kann das gar nicht lesen ohne Brille. Egal. Gut, da habe ich das mir jedenfalls vorgestellt. Alles gut. Heute Abend sind wieder Drawings. Um 6. Es läuft gerade. Um 8, 9 und 10. Ja, 8, 9 und 10 sind nochmal Drawings. Und da kann ich mir, wenn man mit der Spielerkarte swiped, also wenn man Punkte erspielt hat, dann kriegt man so eine Art Tickets und nimmt dann an dieser Ziehung teil und da werden dann Cashpreise verlost. Sozusagen. Über so einen Computer. Im ganzen Casino werden die dann angezeigt, die Namen. Und der fünfte Platz ist BAM! Der hat jetzt 30 Sekunden lang Zeit, in die Mitte des Casinos zu kommen, zu den Typen, die da diese Verlosung machen. Und der vierte Platz ist BAM! Der hat jetzt 30 Sekunden Zeit. Ne? Und sobald die 30 Sekunden, sobald er den Preis nicht abholt, oder eine Minute ist das, glaube ich, hat er Zeit, wird er dann, kommt der nächste dran. Und. Ne? Und wenn jemand gerade auf Toilette ist, ist natürlich doof. Ne? Ja. Muss man auch nicht mal spielen, man muss nur anwesend sein. Ne? Dafür zieht man sich über den Computer sozusagen. Deswegen stehen die alle Schlange wie die an, um sich ihre Drawing-Tickets zu ergattern. Ne? So, weiter habe ich nichts zu erzählen. Jetzt höre ich auf. Tschüss. Meine Ecke. Hätte ich doch fast diese kleine Ecke hier vergessen. Die süße. Guck mal. Kann man auch nochmal sitzen, ne? Mit Kaffeemaschine. Ne? Kann man sich morgens nochmal ein Käffchen brutzeln. Aua. Oh, gegen die Stange. Hier ging das Ding geknallt. Fast bewusstlos. Ja, die Ecke habe ich euch schon erschlagen. Und da haben wir hier noch diese Eis für Eiswürfel. Das übliche. Die Kamera gehört natürlich mir. Hier. Nochmal Gästeservice. Ja, das Programm. Geil ist natürlich auch an den Lampen, dass da Steckdosen vorhanden sind. Dass man gleich sein Handy aufladen kann zum Beispiel. So, jetzt habe ich auch genug geschwafelt. Bin mir auch ein bisschen kaputt. War doch länger die Fahrt, als ich dachte. Aber zeitlich kam das genau hin. Ne? Guck mal. Wir haben schon wieder 5 Minuten rum. Tschüss. Jetzt aber endgültig tschüss.